Ich könnte die tibetanische Maske einsetzen. Dann lass uns das tun. Klack, klack. Ich hoffe, dass jetzt die Tür aufgegangen ist. Natürlich. Und mich hier nichts weiter umbringen will. Zumindest mal 3 Minuten lang nicht. Das fände ich echt ganz doof. Schöne Musik. Ey, hier waren wir schon mal. Im letzten Level. Wir sind wieder im letzten Level. Aha. Nur weiter oben. Ah. Es ist so offensichtlich, dass ich da lang soll, und es ist so offensichtlich, dass da irgendein Geheimnis ist. Lara, das wird wieder furchtbar für uns. Ups. Lara, wir haben es endlich auf die Brücke geschafft. Eben. Ich weiß nicht, was da hinten liegt, aber ich will es haben. Aus Prinzip. Fackeln. Aus Prinzip, ich hab's. So do I. Wenn Lara sie jetzt noch aufhebt. Lara, das hätten wir einfacher haben können. Aber hey, wir haben Fackeln. Ich wüsste natürlich gerne, wie du das gemacht hast. Ich bin hier oben über das Eis gehüpft. Du bist da oben über das Eis gehüpft? Ja, und dann zu den Fackeln gekommen. Und dann bin ich auf dem Rückweg halt einfach wieder auf die Brücke gesprungen, was voll halt der richtige Weg gewesen ist. Jetzt frage ich mich natürlich, wo hier oben das Eis für da ist. Lara, wir hüpfen da nochmal drauf. Wahrscheinlich, weil es hübsch aussieht. Das akzeptiere ich nicht. Es muss einen tieferen Sinn haben. Na, wir lassen uns jetzt nicht fallen. Das. Wir speichern vorher. Also lässt du dich doch fallen. Ja, aber jetzt nicht, jetzt erst. Okay, das ist zu tief. Lara kommt nicht zurück ins alte Level. Nein. So sehr ich das auch gewollt hätte. Lara, das war jetzt recht zu tief. Das war auch nicht mehr gewollt. Mein Bein schläft ein. Gut, mir ist vorhin der Arm eingeschlafen. Das war zum Glück noch vor der Aufnahme. So. Lara, ich glaube... Hier waren... Diese Schale mit Feuer wollte ich schon 5-mal oder so irgendwo schmeißen. Ja. Und da ist ein Hebel. Endlich. Lara, bevor wir darüber springen, speichern wir. Ich kenne uns doch, wie wir heute springen. Zieh an dem Hebel, Lara. Gut, es ist zwar die Schale nicht unten, aber... Sie läuft aus und das Ganze wird dann... Flüssig. Ja. Und dann können wir da runtertauchen und endlich das Teil holen, das ich schon letztes Mal gesehen habe. Dann kann ich mal da rüber schwimmen, weil es hier so bestimmt... wie hatte ich die Fischviecher genannt? Leute, das ist jetzt nicht nett! Das ist jetzt nicht nett! Echt nicht? Ihr müsst euch schon entscheiden, womit ihr mich umbringen wollt! Alles gleichzeitig! Ja, ich verstehe, was da nicht nett ist. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's überlebt. Ich nicht. Das waren 4 Yetis. 4 Yetis? Ja, ich wurde von 4 Yetis in eine Ecke gedrängt und ich hab's irgendwie überlebt.
Und ich scheitere schon dran, wenn ich mir vor 3, 4, 5 Miezekätzchen mich davon schleichen soll. Miezekätzchen? Ich hab da Tiger unten am Wasserloch. Ich weiß ja nicht, in welche Richtung du geschwommen bist, aber wir sind Yeti. Ich bin auch gar nicht geschwommen. Ach, du bist wieder einfach wieder aufgetaucht. Ich bin auch gar nicht, ich war doch gar nicht im Wasser. Hä? Ich bin ins Wasser gesprungen und nichts hat mich behelligt. Wahrscheinlich war ich einfach zu schnell und habe nicht drauf geachtet. Möglich. Aha. Ich höre schon wieder den nächsten. Lass mich in Ruhe. Boah, das war der nächste. Das war der fünfte Yeti. Boah. Ist das Level ein Stress. So, jetzt wo die Fische tot sind, können wir nochmal tauchen gehen. Ja, meine Kätzchen stehen am Wasserloch und gucken mich böse an, weil ich vor ihnen abgehauen bin. Ich habe jetzt gerade meine Freunde, die Barracudas getroffen. Oh, Lara! Das tat uns nicht gut. Das ist auch recht viel. Ganz ehrlich, Lara, ich habe 26 große Medipacks. Ich nehme jetzt eins. Was atmest du so schwer? Eistapfen. Ich dachte, du gibst einen Kommentar zu meinen Medipacks ab, aber... Nö. Das ist, du, ich glaube, das Thema habe ich inzwischen zu Genüge thematisiert. Nein! Der sechste gottverdammte Yeti! In diesem kleinen Höhlengebiet, der sechste gottverdammte Yeti! Lara will dieses blöde Ding nicht mitnehmen. Lara! So, diesmal weiß ich, dass du kommst. Los! So, du bist tot. Boah, Yeti, du bist voll nutzlos für mich. Du bist einfach nur Granaten. Yeti, der Lara packt an der... Lara packt und durch die Gegend schmeißt. Lara schwebt gerade in der Luft. Aha. Können nicht viele Crofts von sich behaupten. Wohl wahr. So, Spiel, haben wir es jetzt langsam mit den Yetis? Nö. Lara war wieder... Oh! Kein Wunder, dass keiner die Yetis findet, wenn Lara die vorher alle umbringt. Lass mich raten, Spiel. Ich gehe gleich hier hoch und da ist ein Yeti. Lara! Das war wunderschön. Wir haben ein Felsgrab bekommen. Ein Felsgrab? Ja, jetzt hat der Yeti Lara ins Nichts geschlagen. Oh, also cool. In den Felsen. Lara ist im Felsen verschollen. Diese Yetis haben seltsame Kräfte. Entweder sie verbatteln dich auf ewig im Felsblock oder sie lassen dich in der Luft schweben. Mhm.
Du Spiel, sollen die jetzt alle auf mich zurollen? Also ich stehe in so einem Raum, am Anfang des Raums, und sehe jede Menge Felsblöcke, die rollen könnten. Ich glaube, ich warte mal einen Moment. Ich weiß nicht, wo dieser Jedi herkam, aber... Der macht meiner Uzi ist ja nicht gewachsen. Komm, Lara, wir ziehen das heute durch. Ohne Medipack. Je länger ich mir meinen Gesundheitsbalken angucke, desto weniger glaube ich mir selbst. Aber komm, Lara. Einmal. Muss doch einmal machbar sein. Einmal besser sein als ich. Eben. Lara, da ist noch ein Fisch übrig. Wie ich sehe, wo ich gleich hin soll. Das wird aber nicht nett. Denn Lara kann diesen Teil nicht finden. Ich sagte, Lara, da kommt noch ein Fisch an. Lara, da kommt ein Fisch. Da schwimmt ein Fisch weg. Lara, ziehst du bitte wieder auf den Fisch? Was haben wir da überhaupt gerade aufgehoben? Den Gonghammer. Ja. So, Lara, wir haben vermutlich zwei Fische erschossen, vier Yetis, und bevor wir uns jetzt auf den Weg zu den Miezekätzchen wieder machen... Ach, du willst zu den Miezekätzchen zurück? Nee, noch nicht. Warst du bei den Miezekätzchen? Hast du die Miezekätzchen alle erschossen? Nö. Die sind für mich gerade so... Ich war denen zu schnell, also sind die mir jetzt egal. Da hinten ist ein kleines Medipack und irgendwo muss doch noch ein fünfter Yeti sein. Ach da! Ja, Lara, das war wunderbar! Lara, vielleicht hätten wir vorher einen Schritt rückwärts machen sollen. Ich finde es auch immer sehr schön, wie sich dieser Yeti freuen, wenn sie Lara erwürgt verschmiert haben. Ja. Ich war es! Ich war der Gegner, der Lara Croft besiegt hat! Naja, also mit Betonung auf jetzt nicht mehr. Oh. Also, was ist da oben bei dem Gang, wo der Yeti rauskam? Wie gesagt, ich stehe in so einem Raum mit Steinen, falls du den findest. Ja, ich sehe einen Raum mit Steinen. Frage, hast du den Raum hinter den Eiszapfen betreten können? Ja. Ist da was Wichtiges drin? Vier Pakete, Granaten und ein Yeti oder sowas. Granaten bringen dem Teil hier nicht wirklich viel und ein Yeti muss jetzt auch nicht erschießen. Richtig. Wollen wir versuchen, von den Steinen wegzurennen? Ja, wollen wir versuchen. Oh Gott, 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 oh Gott. Hätte fast geklappt, Lara. Erzähl mir nicht, ihr seid alle fest. Fest? Nein, seid ihr natürlich nicht.
Also bei meinem ersten Versuch habe ich mich in irgendeine Wand manövriert, anstatt an den Ausgang. Und hab's noch geschafft, über den ersten Felsbruch, der hinter mir ankam, mit dem Rückwärtssalto rüber zu springen. Und dann kam der zweite angerollt.